Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secretive Simon und zu einem weiteren Only One Command Block Video. Das ist für den lieben Kokoko, der hatte sich nämlich mal ein Player-ID-System gewünscht, bei dem jeder Spieler, der neu auf den Server kommt, eine eigene ID erhält. Als erstes brauchen wir einen Command Block, den bekommt ihr wie immer mit /gif, unserem Username und dann Command Block. Mit Rechtsklick platziert ihr den und mit STRG-V fügt ihr dann hier den Command aus der Videobeschreibung ein. Dann klickt ihr noch einmal auf Needs Redstone, damit er auf Always Active steht und auf Done. Nach einer kurzen Zeit habt ihr ja dann hier diese Box, die nun nicht sehr klein ist, denn das Ganze ist für 100 Spieler ausgelegt. Allerdings habe ich auch eine Version für 200 Spieler und deswegen wurde dieser Command-Block noch nicht entfernt. An der Seite seht ihr schon, ich habe die ID 1 bekommen. Doch sagen wir mal, ihr wisst, auf eurem Server kommen so ungefähr 150 Spieler. Dann geht ihr hier in den Command-Block und fügt den zweiten Command hier ein. Nachdem ihr das getan habt, klickt ihr noch einmal hier drauf, damit auf Needs Redstone steht. Geht nochmal rein, klickt nochmal drauf, damit er wieder auf Always Active steht. Und danach habt ihr dann hier die vergrößerte Version für ganze 200 Spieler. Das heißt, jeder Spieler, der drauf joint, bekommt eine ID. Das zeige ich euch jetzt mal, denn ich habe mir noch zwei Freunde mitgebracht. Wenn die jetzt mal joinen, seht ihr an der Seite, erhalten die ihre eigene ID. Und zwar hat sie jetzt die ID 2 bekommen. Und dann habe ich noch einen anderen Freund, den lieben Mr. Squishy. So, und auch er ist nun angekommen. Und wie ihr seht, jeder hat jetzt seine eigene ID. Würde jetzt noch ein vierter Spieler joinen, würde der auch die vierte ID bekommen. Und wie funktioniert das Ganze? Joint ein Spieler auf eure Welt, hat er am Anfang eine Playtime von 0. Diese erkennen wir durch ein Scoreboard und sobald dieser auf 1 ist, geben wir einem Armor Stand einen Wert höher. Dieser Armor Stand ist dafür da, um zu schauen, welche IDs schon vergeben sind. Sagen wir, zwei Spieler sind gejoint, hat der Armor Stand einen Score von 2. So, dieser Wert von 2, den brauchen wir danach, sobald der zweite Spieler gejoint ist. Denn dann fragen wir nämlich den Armor Stand, hey, welche ID hast du gerade? 2. Dann schauen wir nach einem Spieler mit einer Playtime von 1, das heißt, wenn er neu raufgejoint ist, und geben diesem die ID 2. Und das Ganze machen wir ganze 198 Mal und damit hätten wir es dann für 200 Spieler. Ich hoffe, man hat es jetzt mit den kleinen Bildchen hier ein bisschen besser verstanden und dann würde ich sagen, die beiden Commands findet ihr in der Videobeschreibung und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch einen kreativen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video.